Hi Leute, heute ein Kurzvideo, ganz kurz, und zwar, heute fahren wir nicht mit dem Derby, wir nehmen jetzt den Roller. Wir fahren jetzt zum Thorsten, zum Caddy Thorsten heim, der macht gerade den Caddy fertig. Und für was ein Caddy fertig machen, warum, das erfahrt ihr jetzt dann alles ab jetzt dann. Ne? Jetzt erstmal hier Helm anziehen und dann geht's los. Viel Spaß mit dem neuen Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim Thorsten, ein ganz ungewohnter Ort. Die haben wir noch nie ein Video gemacht, gell? Nee, wirklich. Thorsten wohnt hier im Zitronenbunker. Ja. hier steht sein Caddy, aber um den geht es ja nicht dabei. Er hat ihn nur frisch letzte Woche selber gespachtelt, in der vorletzten Woche gespachtelt. Aber du hast halt scheiße gelernt. Scheiße gespachtelt. Und dann ist hier alles wieder raus. Nee, und abgeplatzt. Und dann hat der Sascha, der Lackierer von Markus, Golf 1 Cabrio, hat ihn heute ein bisschen gespachtelt und gradiert. Ein bisschen neu gemacht hier. Aber alles in der Halle, gell? Nicht, ja, alles in der Halle. Also es hat nur ein Profi gemacht, aber immer noch im Freien. Ja, in der Sonne. Und jetzt gehen wir da hinter dem roten Mercedes. Da steht ja das eigentliche Problem, ne? Ja. Gehen wir mal rüber, dann zeigen wir das euch. Kommt nichts, guckst du nicht auf? Ja, komm. Ist es warm eigentlich? Oder? Ein bisschen, ja. Steht die Luft ein bisschen? Aber geht. Normalerweise schraubt der Thorsten immer in der Halle, aber das ist jetzt momentan gerade nicht möglich, weil da fehlt was. Ne? Das hat, wer beim, das war beim Klassiker-Video, haben wir es erwähnt, gell? Wer da aufgepasst hat, der hat es vielleicht mitbekommen. Am Schwiegersohn Thorsten hat es erwischt. Ja. Er war dieses Jahr, zu wie viel war es? Zum 20. Mal am Wörthersee? 25. Mal am Wörthersee. Und beim 25. Mal am Wörthersee gab es wohl eine Kelle. Und so, jetzt Thorsten, also weißt du, die YouTube-Leute von mir, die vielleicht Folge sind, die anderen, wer bei, du hast nichts gepusht, aber ich hab's gepusht, über die VW-Freak-Seite. Ja. Sag mal ganz kurz, du bist samstags losgefahren, hier, also hier, genau hier, ne? Samstags morgen. So bist losgefahren? Sind wir losgefahren. Wann bist du in Österreich angekommen? Um? 16 Uhr. Und wann kam die Kelle? 19:30 Uhr, auf dem Weg zum Essen. Also am gleichen Tag, also drei Stunden später. Ja, war dann. Weg. War vom Restaurant, Polizei. Also nicht vom Restaurant. Nicht vom Restaurant, aber ja, also vor dem Weg. Auf dem Weg zum Restaurant. Da hat einer hier gemacht. Ja. Und dann ist der Tor schon mal rausgefahren. Und dann hat ich hab ja erstmal gedacht, locker. Also, ja. Locker. Weil Caddy ist safe. Also, ich zeige mal kurz den Caddy hier, ne? Der ist jetzt ja wirklich überhaupt nicht übertrieben, illegal. Getunt eigentlich. Eigentlich muss ich auch sagen, wenn der Thorsten auf Treffen ist, man, die bewundern alle, da zeige ich gerade mal den Motorraum, guck, alles schön sauber, keine offene Luftfilter, also man sieht es hier, der ist schon angeschlossen, der ist schon alles, ist schon nicht nur Schau, ne? Und so, also ich weiß, dass viele Menschen Caddy feiern, wenn der Thorsten mitmacht bei der Bewertung, also von 20 Treffer hat er mindestens 19 Pokale. Kann man das so sagen? Wenn sogar eher 20, ich wollte jetzt nicht sagen, aber Thorsten ist von der Sauberkeit mit dem Caddy immer dabei. Und dann kam Folgendes. Ja, Thorsten, und dann hast du rausfahren müssen an, wo war das genau, für die, wer das hier kennt? In Schiffling. In Schiffling. Am Bauhof. Auf dem Bauhof. Also Schiffling rein von... Und da war eine Kontrollstelle aufgebaut, eine richtige, da stand ja schon... 10, 12, mitleidende Menschen mit dir, ja. Ja. Du warst schon die Verstärkung für die. Genau. Und die waren zum Teil schon ohne Kennzeichen. Genau. Das ist noch der ganze Wörthersee Rubel. Genau. Ja, Thorsten, ich war nur einmal am See, das war 2011, war ich am See mit der Christina. Da war es ja noch, da war es noch eigentlich recht okay. Nehme ich wohl ein bisschen mit in die Kontrolle. Die Kelle kam, du bist dann raus, war der Markus, war auch dabei. Markus war bei dir? Bei mir dabei, im Auto. Scheiße. Ja. Markus hätte lieber mit seinem Auto noch in der fahren müssen für die späteren Folgen. Ja. Wo dann kam, und also dann kam die übliche Ding, guten Tag, ja. Papiere und hier Kontrolle und bla bla. Und jetzt erst einmal eine
lautstärkemäßig gemacht. Als allererstes? Kann man nicht gleich mit dem Maßstab? Nein, nein, erst. Okay. Und der Auspuff ist bei dir? Ah, hier. So. Die war natürlich fachmännisch, ist ja klar. Ja, also ich bezweifle es zwar, aber ja, das, weil drei Gebäude ringsrum, Landstraße vorbei. Also schön für den Schall, also genau, dass man auch richtig einen sportlichen Sound hat. Genau. Und dann hat er gemessen? Ja, dreimal auf 3750 Umdrehungen und Abtour. Hast du Bleifuß gemacht vorne? Ja, langsam hoch und dann abfallen lassen. Ja, vom Gas runter. Das habe ich dreimal gemacht und dann habe ich erst verstanden, 108 Dezibel. War aber nicht der Fall, es waren 100,8 Aha. Dezibel. Mhm. Ja. Im Schein steht? 90. Okay. War dann wie viel? 10,8 zu viel. War zu viel aber. Ja. Keine Toleranz, kein Spielraum, keine Gnade. Ja, wie gesagt, dann ging es weiter dann. Da habe ich nämlich den Platz wechseln müssen, weil er gesagt hat, der ist zu uneben. Dann bin ich vor so. Also war er so. Noch schlimmer. Okay. Dann bin ich vor so einem Tor gefahren. Angeblich wäre es besser gewesen. Dann hat er gemessen. Erst hat der eine Polizist hat gemeint, steht gar nichts drin eingetragen. Wege, Höhe, Tiefe. Genau, ja. Da habe ich mir ein bisschen belehrt, dass die letzte Zeile, was drin steht, steht die Höhe drin. Wie ist bei dir die Höhe eingetragen in dem Fall jetzt? Also ist bei dir die Radnabe mittet zur Kante? Also du hast ja Gewindefahrwerk drin? Ja, vorne, hinten ist ein Blattfeder. Okay, und wo hat er gemessen? Also hat er dann alles gemessen? Vorne, hinten dann gemessen. Okay. Dann war es, vorne habe ich 285 sind eingetragen. Millimeter. Also 28,5, ja. Und 270 habe ich gehabt. Also 1,5 cm. Genau. Und hinten war es 280, dann habe ich 270 getan. Also 1 Zentimeter. Genau. Okay. War für ihn ein Dorn im Auge? Ja, das hat wohl nicht gestimmt. Keine Toleranz, kein Spielraum. Ja, dann hat er noch mit seinem Handy, mit seinem geeichten Handy, hat er dann unter an der Achse auch noch den Abstand zum die Boden, Höhe gemessen, zum festen Teil. Festen Teil, ja. Müssen in Österreich anscheinend 8 cm haben. Auch ein deutsches Auto? Also auch ein deutsch zugelassenes, getüftes Auto in Österreich, ja. Muss die Dinger bringen, die... Genau. Okay. Und war halt nur 6,5, weil war ja 1,5 Zentimeter tiefer. Und dann hat er alles zusammengezählt? Nein, dann hat er noch erst gesagt, das sind nur Schleifspuren. Wo? An dem Träger. Mhm. Klar, das Auto stand mit Böcke auf der Kante. Mhm. Dann, wenn ich über die Bühne von TÜV fahre, über die Grube, ja. 8 cm, ja. Da schleife ich gerade drüber. Ja. Schleifspur. Und das stellt der deutsche TÜV stellt das nicht. Ja. Und beim Bremsrückstand, beim Einfedern, knallt er kurz auf, Augspur. Okay, und warum der jetzt vorne so tief war, haben wir dann auch rausgefunden. Ja, das zeigen wir jetzt mal kurz. Ja, genau. Ja, das kann ich dir nicht zeigen, weil. Die sind schon ausgebaut. Also sieht man jetzt im eingebauten Zustand auch nichts? Die sind jetzt nur hier lager schon drin. Okay. Ich kann da Bilder von den alten Domlager. Also wir blenden dann jetzt Bilder ein von der alten Domlager. Da haben wir jetzt auch gesagt, um was es lag. Genau. An den Domlagern. Die Domlager sind kaputt, weil die sind nicht mehr. Und dementsprechend ging das Auto dann so ungefähr 1 bis 2 cm. Genau. Weiter runter. Sah optisch gut aus. War aber für das ja nicht gut. Nee, war nicht cool. So, ich bin jetzt gerade dazugekommen, das ist gerade fertig geworden. Ich habe nämlich vorhin geschrieben mit Thorsten, was geht heute Abend? Also ich weiß es nicht. Aber er ist jetzt gerade in der Garage, weil er gerade den Caddy wieder höher legt. Boah, genau, klingt das scheiße, gell? Also Domlager ganz klassisch, wie bei jedem normalen Auto auch. Ja. Ja, das spezielle Domlager, das sind jetzt Asbach uralte Schwalbeschwanz Golf 1 Domlager. Aber neu? Neu aufbearbeitet. Ah, also waren mal. Alt? Also general überholt dann. Genau, ne? General überholt. Okay. Sind sehr selten, sehr teuer. Was war drin? Normale Standard? Normale vorher? Standard, die Standard von Tulze. Sieht aus wie ein Lautsprecher. Was ist denn das für ein Lautsprecher? Okay, okay. So, das sind jetzt die neuere Domlager. Und die sitzen so drin dann? Genau, die sitzen so drin. Von unten nach oben? Genau. Ah ja, okay. Also das ist auch nur dann das im Prinzip. Genau. Das ist so sind die jetzt aber auch dann optisch. Ne, das sind ein bisschen abgestutzt. Also die sind, das ist schon Metall. Ah ja, ich sehe es. Ja. Das ist schon Gummi. Die sind, okay, okay. Das ist schon mit eigen vulkanisiertes Gummi. Ja, Schrott. Ja, die waren neu. Das wie lange waren die jetzt drin? Ja, die waren jetzt 50.000 Kilometer drin.
Ist nicht schlimm, oder? Das sind doch die gute Original-VW-Bösen. Ah, okay. Original. Das ist VW, das andere war Zubehör. Ich weiß, ich habe sie irgendwann mal getauscht, weil irgendwas gequietscht hat, aber das Problem ist, es gibt keine gescheiten Domlager mehr. Also selbst wenn ich jetzt ein neues Domlager kaufe. Was kostet jetzt normale Domlager? Plus, minus, bei wegen Mods? 20 Euro. Und bei diesen Schwalbenschwanz, anderen? Die jetzt kostet beim Kollegen 250 Euro normal. Der Satz? Der Satz. Plus die Strafe, da kommen wir aber gleich dazu. Ja, wir müssen ja noch berichten, wie du heimkommst, weil der Caddy steht ja zu Hause. Ja. Aber da sagen wir euch jetzt gleich weiter. Genau. Okay, Polizist hat dann gesagt, so fahren sie nicht weiter. Nee, Gefahr im Verzug. Gefahr im Verzug. Ja. Das klingt wie Verspätung beim Zug. Er hat dann die Schilder runtergemacht oder du hast es dann runterreißen dürfen. Ich habe es dann runterreißen dürfen. Es ging ihm dann anscheinend zu schnell, weil es ihn festgeklebt. Ja, vom Ding hier, also von, genau, da sind ja Kleber denn drauf. Das war ihm so ein bisschen langsam. Also jetzt mal ganz, also jetzt ohne jetzt das schlechte Hinstellung, war es ja aggressiv, die Polizist? Also sie waren ja schon also sehr... Der war schon richtig... Und man muss jetzt eins sagen, ja, wir sind ja ehrlich, Porsche ist 50 Jahre alt, ja, also er ist jetzt nicht einer hier mit Kappe. Genau, und zweimal Kappe auf, aber genau. Und es ist nicht einer, wo gesagt hat, Bruder, mach mal langsam, Digga, ich habe alles eingetragen oder so. Du hast es auch über dich ergehen lassen, du hast jetzt auch keinen Stress gemacht oder sonst irgendwas. Ist schon nichts passiert. Bringt er eh nichts. So, Schilder gingen dann runter. Hat er dann bekommen? Was? Die Schilder? Die hast du dann ihm gegeben? Ja, wir zappen einen Fahrzeugschein. Und hat es quasi auf Wiedersehen. Und du standst dann da? Genau. Mit dem Kenny durfst du nicht mehr weiterfahren? Mit Kenny habe ich noch seitlich hinparken dafür. Und dann hast du mal die Kollegen angefunkt. Genau. War ja bloß zu zweit. Genau, ja. Muss ja irgendwie noch entweder zum Restaurant oder nach Hause kommen. Also zum, ja, ich zum Restaurant, weil Fußspielkippe. Also ich muss sagen, ich hätte keinen Hunger mehr gehabt danach. Ich wäre dann wahrscheinlich gleich pennen gegangen, weil am ersten Abend, du hast ja also mit dem Caddy dort eigentlich keine Zeit mehr verbracht dann. Nö, mehr oder weniger. Gut, sonntags dann abholen. Ja, er hat das bei uns dann in die Gruppe gleich kommuniziert. Also er hat uns den Mängelbericht, sollen wir den Mängelbericht auch mal einblenden? Dann kommen wir auch mal einblenden. Wir blenden euch mal den Mängelbericht ein. Hat er uns dann auch, haben wir gleich gesagt, Thorsten, was ist, soll mal kommen, soll man dich holen. Ich meine, das wäre jetzt ein Weg gewesen, wo man hätte machen können. Wir haben ja einen Hänger. Aber Thorsten, ich meine, das muss ich auch groß loben. Die Einser-Familie ist schon. Genau, die hat. Also, die hat super. Und dann hat er gleich wen abgecheckt dann? Oder wie hast du das gemacht? Erstmal habe ich den Heiko kurz abgecheckt. Weil der bis dahin hat einen Hänger. Er kommt. Mit dem Hänger, ja. Aber er kommt erst sonntags oder montags. So. Er hat aber dann wieder gesagt, Thomas Cordes, ich bin im Hänger da. Ja. Hat aber eine Nummer gegeben. Ist auch ein Einserfahrer, Cabrio aus Ludwigslust. Irgendwo Richtung östlichen, ja. So, den habe ich dann angeschrieben und dann hat es dann geheißen, ja, machen wir, kein Thema. Aber erst morgen. Weil sie war halt schon ein bisschen getankt. Caddy muss noch eine Nacht auf dem, genau, Bauhof stehen bleiben. Genau, direkt an der Straße, zusammen mit anderen 10, 12 Autos. Mit Leitenden. Jo, nächste Mal dann. Ausgenüchtert? Frühstück gesessen, kam dann schon ein Anruf, sie wäre in der Stadt klar, Thomas. Ist alles klar, wir fahren auch los und bin angekommen zum Auto. Stand schon der Hänger vor meinem Kitty. Schon ladebereit? Okay, genau, ladebereit, alles startklar. Ich habe da auch bloß noch drauf fahren müssen. Alles verzurren. Wie hieß der? Thomas Cordes. Thomas, richtig erste Sahne, wirklich. Also solche Freunde braucht man. Ja, ich habe ihn persönlich auch noch nicht gekannt. Also noch nicht mal gekannt, also war es ein Blind Date? Ja, der Name, also im Eiserforum. Okay, nicht ganz. Nicht, aber, nicht ganz. Also, war First Date in Österreich, genau, mit dem Hänger. Ja, dann hat's dann. Dann hat er euch zu euch geschleppt in die Pension, wo ihr dann geschlafen habt. Gegenüber schon Tankstelle, den haben wir dann abgeladen und dann schön rüber über die Straße geschoben, auf dem Gelände gezündet und. Und dann stand er eine Woche dort. Genau, dann stand er eine Woche dort. Und der Thorsten war dann Beifahrer bei Markus und Cabrio. Genau. Der, wo auch von Karlsruhe mit ihm mitgefahren ist. Ja. Du hast dann akklimatisiert die ganze Woche, hast eigentlich nur Chill gemacht, weil. Genau. Du hättest jetzt auch komplett zusaufen können die ganze Woche, weil du bist ja keinen Meter mehr gefahren. Nee. Tag X kam, war erreicht, samstags bist du dann... Samstags sind wir zurückgefahren. Nach Hause? Dann habe ich mir hin den Hänger eigentlich in Bad Reichenhall gesteckt. Weil, wer mitgefahren ist, der... Markus Null, Kollege, der ist mitgefahren. Das sind vom früheren Club, alte Clubkollege, mit dem du eigentlich immer, genau, dorthin warst. Also ihr habt immer zusammen die Pension... Wir fahren mit nach Bad Reichenhall, er nimmt dann eins auf den Hänger. Da stellen wir dann das Zugfahrzeug und den Hänger ab.
Und dann fahren wir mit dem 1er weiter. Dann fahren wir mit dem 1er weiter. Also immerhin innerhalb von 300 Kilometer immer der Hängerstelle. Okay. So, ich habe aber mit dem Caddy jetzt von Wedelfelden nach Bad Reichenhall kommen müssen. So, dann kam mein anderer Kollege. Dann kam das Blind Date wieder. Der Heiko Storch aus Fulda. Ah. Dann war das wieder ein anderer dann? War wieder ein anderer. Ach so, ah, das habe ich jetzt gerade geblendet. Ja, okay, das war wieder ein also war, kommt der zweite Hänger ins Spiel? Genau, dann. Der zweite Hänger. Okay, okay, okay. Weil der ist mit seinem Sohn und seinem Einser in den See gekommen und der hat mir ein Angebot gemacht, mein Kitty von Felten nach Bad Reichenhall zu schleppen. Also zum Glück war der Einser angemeldet dann von ihm. Ja, ja, der ist schon. Dann ist der mit dem Einser. Genau, sein Sohn ist mit dem Einser-Fahrer bis Bad Reichenhall. Und geil, also mein mega, ja, ja. War zwar nur ein Einachshänger, aber hat funktioniert. Ja, Kelly hat gerade so drauf gepasst. Können wir da ein Bild einblenden? Ja. Da blenden wir jetzt auch ein Bild ein, dann können wir mal gucken, wie das nämlich aussieht. Und wie gesagt, dann gibt es Samstag einmal freitags noch aufgeladen. Dann ist der Kelly auf dem Hänger bei uns in der Pension gestanden. Und am Samstag ging es dann zurück. Ging es dann los? Genau. Und dann sah er nach Bad Reichenhall und dann kam dann Hänger Nummer 3. Genau, dann kam dann Hänger Nummer 3. Also mein Kelly vom Heiko sein Hänger runter. Heiko ist eins auf dem Kelly auf den seinen Hänger drauf. Und mein Kelly auf Markus sein Hänger. So, dann bin ich mit dem 1er VR6 mit immer funktionierenden Heizungen, Fußbodenheizung. Bist du denn gefahren, den Golf? Bitte okay, weil der Markus ja den Hänger gezogen hat. Genau. Mit deinem Kelly drauf. Genau. Und dann ging es bis nach Karlsruhe dann? Genau, bis nach Karlsruhe. Dann haben wir vor der Haustür abgeladen und da steht er jetzt. Und da steht er jetzt. Zeit. Also sind 2 Monate jetzt fast mittlerweile. Also 21. Mai. Ja. Genau. Fast 3 Monate sogar. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich habe erst die Domlager holen müssen. Schilder war ja nicht da, nicht dabei. Nee. Die hast du ja nicht gekriegt, nee, wo du zurückfahren bist. Die Schilder wurden dann wie, was? Also was ist mit den Schildern passiert? Ich habe da eine Woche später von der Zulassungsstelle von Karlsruhe einen Post bekommen, dass mein Kelly zwangsstiegelig wurde. Also sprich... Von der Karlsruhe oder von genau, der Österreicher? Von der Karlsruhe. Von Karlsruhe dann. Also die haben dann Meldung gemacht? Genau, die haben das Gutachten oder die... Ja, die Strafe da. Strafe, oder, was ich verbrochen habe, haben sie einen Dienstcheck. Verbrochen. Und Karlsruhe hat dann... Das Auto abgemeldet? Genau. Hat mich bis jetzt 45 Euro gekostet. Okay. Ja. Bis jetzt 45 Euro. Genau. Mehr habe ich noch nicht. Kelly ist nach wie vor aber jetzt auch nicht angemeldet. Wie musst du jetzt vorgehen? Du musst jetzt zum TÜV? Ich muss jetzt zum TÜV wieder den Mängel beheben, habe ich jetzt gemacht. Also du musst auch nichts neu eintragen oder so. Nee. Also du musst jetzt einfach wieder vorfahren, dass du TÜV bekommst. Genau. Und mit dem TÜV sage, genau. Stimmt. Hast du aber was zum TÜV vorweisen, was die kontrollieren müssen von Österreich? Also, ich habe das Schreiben, was er vom TÜV kriegt, was er bemängelt hat. Ah, okay. Das bei der Abmeldung dann genau, dabei bekommen auch. Hast. Genau. Okay, und das mit dem fahrst du vor und dann musst du jetzt zeigen, dass das Auto. Ja, und wie machst du das mit. Die sollst du mal probieren. Schauen wir mal, was wir da machen. Okay. Also gut, dann sind wir jetzt schon am Ende des Videos angekommen. Nächster Schritt ist jetzt dann zum TÜV. Genau, zum TÜV. Ihr werdet dann sehen, den nächsten Treffer-Videos, ob der Kelly dann wieder dabei ist, weil wir waren jetzt nur in Münnerstadt. Genau. Münnerstadt, da war ich am See und dann ist es passiert. Und seitdem fahre ich allein. Nochmal da. Die Möhre. Ihr habt es ja gesehen, wo waren wir? Back to the roots. Klassiker. Das war ja dein alles Treffer-Auto, solange der im Umbau war. Ganz kurz zum Auto. Wie lange hast du den aufgebaut? 10, 12 Jahre. Echt? Ich meine, es waren 13? Nee, 12. 12? 12 Jahre, der... Ich kann es voll nicht genau sagen. So viel Zeit hast du der Klasse, gell? Ja, mit der 98 angefangen und 2010 oder 99. Aber so sieht er aus. Also wie gesagt, also wenn ihr mal den Kelly mal live sehen könnt, guckt ihn euch an, es lohnt sich. Okay, dann ich danke euch, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, gell? Ciao! Ciao! Ciao. Ciao. Halt. Es geht noch mal kurz weiter mit dem Video, denn wir haben eine neue Situation. Torsten ist wieder happy. Egal. guck mal hier. Sind sie wieder drauf, Torsten? Ja, jetzt kann ich sogar früher fahren. 3 bis 10. 4 bis 10. Ah, gleich. Ja, jetzt können wir die Sendung. Dass du mehr Treffen mit mir mitmachst, gell? Hat er clever gemacht. Ist aber ist teurer, gell? TÜV ohne Probleme? Alles geklappt? Ja. Bist du wieder back on the street? Back on the street, ja. Okay. Nach 75 Tagen. Also, die weiteren Treffen-Videos jetzt wieder mit diesem Caddy.
Und nicht in Österreich. Sind noch Treffen überhaupt? Ich guck mal, aber irgendwie nicht machen wir gerade draußen wieder eins. Doch, eins haben wir noch. Am 11.09. ist unser Treffen, Freak Showdown. Da steht er auch dran, oder? Ihr könnt auch kommen, wenn ihr wollt. www.vwfix.de Showdown. Könnt ihr euch noch anmelden. Gell? Also, jetzt sind wir aber fertig mit dem Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Wisst ihr, was geil ist? Wenn wir DDD machen, ne? DDD, donnerstags, immer essen bei uns. Und wir bestellen bei drei verschiedenen, oder? Döner, Asia und Pizzeria. Ja. Nur wegen der Rebecca, die ist schuld dran. Ja. Mann! Drei DDD. Drei diverse. MWD. Achso, noch was. Das nächste Video, nach dem Thorsten, kommt wieder was für die Campingfreunde. Wir gehen tiefer gelegt campen. Also dranbleiben, gell? Yeah.